Mein Name ist Nicola Lange und ich möchte über das erste Gebot sprechen. Das da heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Gott und alle seine Gebote das Wichtigste in unserem Leben sind und wir nichts anderes darüber stellen dürfen. Warum nicht? Erstens, weil er, unser Schöpfer, das uns gesagt hat. Das ist eigentlich Grund genug, es zu tun. Zweitens, wenn wir Gründe haben wollen, und Gott hat uns ja das Denken gegeben, dann überlegen wir, was könnte wichtiger sein als Gott? Das Geld könnte wichtiger sein als Gott. Das ist, glaube ich, bei sehr vielen Menschen so, beziehungsweise natürlich die Dinge, die sich von diesem Geld kaufen lassen, im Kleinen oder im Großen. Was kommt dabei letztendlich raus? Du sagst, du möchtest einen Porsche haben. Du sagst, um diesen Porsche zu bekommen, musst du befördert werden. Wenn du hart arbeitest und dann befördert wirst, dann ist das in Ordnung. Ob ein Porsche wirklich wichtig ist, das musst du für dich entscheiden. Das kann ich nicht tun. Ich würde eher sagen, es ist unwichtig. Aber was würdest du vielleicht noch tun, um daran zu kommen? Vielleicht würdest du gegen andere Gebote verstoßen. Vielleicht würdest du, um eher befördert zu werden und ein anderer nicht, schlecht über ihn reden, Lügen verbreiten. Vielleicht würdest du stehlen. Vielleicht würdest du betrügen, um an das Geld zu kommen. Und letztendlich würdest du immer unglücklicher werden und dein Herz mit jeder Seele immer schwerer. Ob du nun deinen Porsche hättest oder nicht, er würde dich nicht glücklich machen. Und wenn wir nur ein Stück zurückgehen, in Zeiten, wo gut 70 Jahre ist, nicht viel, wo leider auch die Kirchen bereit waren, sich allzu schnell der Macht zu beugen, die angeblich über 1000 Jahre halten wollte und gerade mal 12 Jahre gehalten hat, da haben die Leute, die meisten leider, gegen Gottes Gebote verstoßen aus Angst. Aus Angst um ihr Leben, was jetzt in den meisten Fällen sowieso ein Ende gefunden hat. Sie werden sich verantworten müssen vor Gott. Sie haben schlecht über ihre Nächsten geredet. Sie haben Menschen verraten, oft um sich ihr Hab und Gut aneignen zu können. Sie haben getötet und sich damit herausgeredet, es sei ein Befehl gewesen, obwohl Gott es ihnen verboten hat. Und ich glaube nicht, dass die meisten dieser Menschen jemals wieder glücklich geworden sind. Es wäre besser gewesen, wenn sie sich geweigert hätten. Ich meine, es wäre auch besser gewesen, wenn sie im Einzelfall dann eben riskiert hätten, dafür selbst getötet zu werden, wenn es wirklich so gewesen wäre. In den meisten Fällen wäre es noch nicht mal so gewesen. Dann hätte den Job eben jemand anders bekommen. Das wissen wir. Dann kam, ja, ich wollte gut für meine Familie sorgen. Ich wollte, dass es denen gut geht. Deswegen haben Leute tatsächlich ihre Familien neben dem Konzentrationslager leben lassen, neben dem Vernichtungslager. Wir haben die Interviews dieser Kinder gerade in den letzten Wochen lesen können. Die Kinder sind nicht glücklich damit geworden. Es war ihnen lebenslange Last und Bürde, diesen Vater gehabt zu haben. Hätte er auf dieses eine Gebot gehört, du sollst keine anderen Götter neben mir, über mir haben, nicht das Geld, nicht die Macht, nicht die Schönheit, sondern ich und das, was ich dir sage, was du tun sollst, ist immer das Wichtige, das Wichtigste in deinem Leben, wäre das alles nicht passiert. Und deswegen ist es aus meiner Sicht das Wichtigste, zu tun, was Gott von uns will. Dankeschön. Alles, was richtig war, kommt von Gott. Alles, was falsch war, war mein Fehler.